Also ich bin ganz froh, dass dieses Gefährt hier in der Halterung ist. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich längst auf die Nase gelegt. Das hier ist ein Hochrad von 1878. Das gibt's hier in Neckarsulm zu sehen. Und Sie werden merken, in dieser Stadt dreht sich sehr viel um Räder. Denn Neckarsulm ist Audi. Oder früher die NSU-Motorenwerke. Die schönsten Gefährte von damals stehen im Zweirad- und NSU-Museum. Doch hier zeigt sich auch gleich das Dilemma. Neckarsulm ist quasi synonym für NSU und später Audi und für viele nur das. Das Zweiradmuseum will da bewusst gegensteuern und stellt auch Fahrzeuge anderer Hersteller aus. Viele Leute würden wahrscheinlich sagen, Neckarsulm, das ist irgendwie Audi, das ist NSU. Inwiefern ist das Fluch und Segen zugleich? Wenn Sie ins Ausland fahren, Sie sagen, Sie kommen aus Neckarsulm, werden die alle sagen, da ist doch Audi. Aber es gibt natürlich noch viel mehr wirtschaftliche Unternehmen heutzutage, die bei uns hier die Stärke ausmachen. Und daher hat sich das Ganze auch ein bisschen gewandelt. Also wir haben ein ganz, ganz breites Publikum, weil wir sagen, wir zeigen die Mobilitätsgeschichte auf zwei Rädern. Und ich gehe davon aus, fast jeder saß schon mal auf dem Fahrrad. Oder auf einem dieser Gefährte. Zeit für eine kleine Zeitreise. Du, sag einfach du. Zurück in die Zeit des Wirtschaftswunders. Bei so viel Sympathie sag ich nicht gerne sie. Schau her, mein Herz. Doch die rosigen Zeiten sind vorbei, nicht erst seit Corona. Audi baut Stellen ab. Der zweite Riese in Neckarsulm, die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, kehrt der Stadt bald den Rücken. Die will nun mehr in Tourismus machen. Was mir gleich auffällt, hier gibt es noch viele kleine Läden. Könnte das eine Chance sein? Ja, sagt City-Manager Daniel Bürkle. Also wir haben hier noch traditionelle, wirklich inhabergeführte Geschäfte und damit heben wir uns auch letztlich eigentlich von den größeren Einkaufsstätten ab, wo wir ja eigentlich nur noch mit Ketten arbeiten. Und noch etwas hat Neckarsulm noch und nöcher: Wein. Die Stadt möchte mehr mit ihrem Image als Weinstadt punkten. Der erste Schritt? Ein Weinlehrpfad in bester Lage mit digitalen Zusatzinfos. Aber ich will den Wein ja nicht nur angucken, ich will auch probieren. Und das geht in einer der zahlreichen Neckarsulmer Besenwirtschaften. In Notzeiten wurden sie den Winzern als Nebengeschäft erlaubt. Aber auch heute sind sie nur an bestimmten Tagen geöffnet. An welchen, zeigt der Besen am Eingang. Ein Gläschen Wein hilft beim Kennenlernen. Jedes Mal, wenn man kommt, trifft man immer andere Leute, die man kennt, weil viele vom gleichen Ort hier reingehen. Sie sind auch nicht aus Neckarsulm? Das sehen wir zum ersten Mal, aber man kommt gleich in Gespräch. Im Moment kommen aber noch mehr Einheimische als Touristen, sagt die Chefin. Also es gibt auch Zeiten, wo sogar Menschen ihre Gitarre mitbringen und die spielen dann einfach und dann wird gesungen noch. Also das gibt es nach wie vor immer noch. Das letzte Glas heute Abend gönne ich mir aber mit Aussicht. Auf dem Scheuerberg, dem Hausberg der Neckarsulmer. Dann wird es allmählich ruhig in der Stadt. Nachtschicht bei Audi gab es schon vor Corona keine mehr. Mehr los ist am nächsten Morgen auf dem Marktplatz. Einkaufen auf dem Wochenmarkt. Für mein Frühstück. Heute mal als Picknick. Natürlich mitten in den Weinbergen. Also Neckarsulm lebt zurzeit natürlich schon noch von seinen großen Unternehmen, allen voran natürlich Audi. Aber die Stadt will von diesem Image so ein bisschen wegkommen und versucht neue Bereiche zu erschließen, vor allem im Tourismus und gerade im Weinbau. Da kann die Stadt durchaus punkten.